Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Phalaenopsis. Hast du ein gutes Mittagsschläfli gehabt? Oh ja. Einfach die schönste Blume. Jedes Gelb bist du mir wert. Ist das ein Staubkörnli? Besuch? Stimmt! Hoi! Hallo! Markus! Hoi! Ui, weißt du den Namen nochmal? Fritz! Fritz, genau! Fritz. Und Shannon! Das ist Shannon! Shannon! Okay, und. Karin! Das ist Karin! Karin, genau, ich habe gewusst, wie Karin. Hoi, freut mich! Ja. Kommt rein, kommt rein! Danke vielmals! Willkommen im Bärgrösli! Oh! Geht's, Shannon? Ja, es geht schon. Kommt! Ich muss euch zuallererst jemanden vorstellen. Kommt, kommt! Zum Hören ist echt da. Das ist Juliet! Mini Phalaenopsis! Habt ihr schon je. Nein, weg! Weg! Jetzt nicht. Nein, ja. Habt ihr schon je so eine wunderschöne, wunderschöne Pflanze gesehen? Logisch hält er sie nicht! Das ist Juliet. Mama, ich will Phalaenopsis. Das ist eine sehr, sehr seltene Art, direkt importiert aus Indonesien. Mit Abstand aber. Ja, dann aufpassen bitte, ja, Kinder. Ja, okay. Das ist ein... Also, look, ich verbringe eigentlich meine ganze Freizeit mit dieser Blume. Das ist wirklich mein Augapfel, mein Liebste. Ich tue sie jeden Tag tränken. Mit einem Cocktail mit verschiedenen Vitaminen und Erden. Einfach damit sie so wächst. Und im Vollmond blüht sie wunderschön. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und die Leute zahlen auch Geld. Also ich habe fast einen Kredit aufnehmen, um meine 120'000 Franken können finanzieren, um das Ding zu zahlen. Aber also wie viel kostet die? 120'000 Franken habe ich gezahlt. Aber für ich eine? Ja, für eine, für die hier. Wow. Das lohnt sich aber. Ich habe mir jetzt über 10 Jahre die Mühe gemacht, um sie jeden Tag zu pflegen, abstauben, jeden Tag neu topfen. Und ich meine, der Wert hat sich gesteigert. Das ist eine gute Investition. Also an der letzten Blumenshow in Chelsea sind die für 12 Millionen weggegangen. So ein Pflänzli. 12 Millionen? Ja, glaub, bekommen. Und das zählt jemand? Ja, ja. Von Natur sollte doch vor allem da sein. Ja, schon auch. Oh. Aber, also Natur schon. Weißt du, deine Margritli, deine Löwenzahn, aber kein Phalaenopsis. Das ist etwas anderes, ja. Das ist etwas anderes. Das ist Sandy. Ja, wenn du mal schauen willst, einfach mit Abstand und ja, nachher können wir ja mal einen Kaffee trinken. Aber nicht anlangen, gell? Nicht anlangen, auf nicht keinen anlangen. Fall. Fritz, nur mit den Augen schauen. Ja, ist ja gut. Ja, nur ja. Ist gut. Also, okay, gut. Dann gehen wir mal einen Käferchen nehmen, hückeln. Schaut mal. Fritz! Shannon, ja, ist ja gut. Nochmal. Also, schaut mal da. Ich habe ein bisschen Kaffee gemacht. Oh, der hier ist mit Milch. Ja. Karin, ja, du nimmst bitte den Becher, dass er ja nicht kaputt geht. Hat's auch einen Korn? Ja, alles gut. Danke vielmals. Ja, gern geschehen. Jetzt habe ich hier gar keinen. Okay.
Ja, schön dann. Haufen Blumen. Es ist schön, mal wieder Besuch zu haben. Ich habe keine Dorfbesuch. Ich bin da viel mit meinen Pflanzen. Ja? Ja. Er hat viele Pflanzen. So ja. Schön, oder? Genau. Ja, dass jetzt du das Hobby hast. So, oder? Ja, früher haben wir nichts anderes gemacht. Genau, das hast du früher gegeben. Was haben wir zusammen gemacht? Mal. Ich glaube, das war Kinderwoche. Kann das sein? Stimmt, ja, über Jahre. Genau, das ist schon, weißt du nicht, das ist schon. 10, 20? Ja, nee, also mindestens. Wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren. Ja, genau. Ach, sind wir schon so alt? Okay. Genau, ja. Kinderwoche. Oh, ich mag mich erinnern. Du bist wirklich immer ein ganz Schlimmer gewesen. Wieso? Immer hast du die Leute in den Brunnen reingeworfen. In den Kinderbrunnen. Daniel, ja, da haben wir die mal, da haben wir die mal im Brunnen reingeworfen. Ja, immer ich. Und Laura haben wir auch schon. Oder? Ja, genau. Und Zara. Ja, und der Florian. Ja, genau. Und am Schluss haben wir mich. Genau! Alle zusammen haben wir gepackt an den Arm und an den Bein. Und dann genau, dreimal geschwungen. Genau. Und dann hat es mich in die Brunnen gehalten und dann habe ich voll den Kopf angeschlagen am Holz. Ja, da war dann nicht so lustig. Ja. Hast du eine Bühne? Ja, ja, das ist auch eine Bühne. Geil, ja, ja. Das war echt schlummer. Nein, so schlimm war es jetzt auch nicht. Okay, ja. Und dann haben wir doch noch Theater, dann haben immer auch Theater gespielt. Das Aha. ist so super Theater. Stimmt, du bist der geborene Schauspieler. Du auch, weißt du? Und sie gesagt, ja. Du hast doch mal den Goliath gespielt, weißt du noch? Dort oben auf der Tribüne. Ja, genau, weißt du, so richtig so auf Stelzen. Was hast du gehabt? Da weiss ich dann. Genau. Ja, das kann auch sein, ja. Jetzt ist der Fritz weg. Ich gehe schnell suchen. Ja, also nicht, dass du da etwas verpasst, hä? Nicht, dass so etwas. Ja, Mami, bitte besser. Bleib da. Schau dein Bein. Okay. Ja, genau. Nein, aber ich glaube im Jahr vom Theater, dort hast du nämlich auch Leute in den Brunnen reingeworfen. Ja, wir haben gesprochen, ja. Fritz! Jetzt, das Gott, Fritz! Nein, schau mal! Nein! Ich habe doch gesagt, du sollst sie umarmen! Weißt, das war mein Timer ja, ja. für meine Schule. Ich muss ihr jetzt eben meine Vitamine geben. Also weißt, sie kommt halt dreimal am Tag verschiedene Vitamine über. Ich meine, ich kann es euch erst zeigen. Kommen mit, kommen mit. Okay, ja, mal gerne. Ja. Magst du auch noch mitkommen, Shannon? Das ist doch spannend, oder, Shannon? Ich heiße Shannon. Und ich habe schon spannend das gesehen. Shannon. Wo war sie? Da. Komm. Aber steht sie doch sofort. Ja, sieht nicht schlecht aus, oder? Das können wir doch nicht machen. Das sieht sie auf den ersten Blick, ja, dass er nicht ist. Ich glaube, wir müssen ihr das sagen. Du musst es sagen. Ja, Fritz. Meine Juliette ist kaputt! Eine ganze Blüte abgekriegt! Oh nein! Nein, das gibt's nicht. Das gibt's. Was ist denn da passiert? Ich wollte doch nur schauen.
er muss sich umfinieren. Oh, ich muss ihn noch mal. Oh, ganz ruhig, Julia. Gib mir noch ein bisschen Wasser. Also, wir haben ja versucht, sie wieder ein bisschen zu flicken. Vielleicht wächst sie ja wieder zusammen. Da wächst sie nicht mehr zusammen. Die Blüte ist verloren. Wenn es abgeknickt ist, es kommt kein Wasser mehr durch, es kommt kein Nährstoff mehr durch. Ich kann trinken, wenn ich will. Die Pflanze ist tot. Sie denn nicht versichert? Ja, ums Geld geht es mir nicht. Ich komme das Geld schon wieder über. Ich wollte sie auch nie verkaufen. Aber die Pflanze ist mir einfach. Sie ist mir einfach so lieb. Sie ist wirklich mein engster Freund. Er hat es ja nicht extra gemacht, gell, Fritz? Nein, also komm, ich schaue nochmal genau. Aber also Fritz, es ist nur die Blüte. Ja. Bitte tut mir wirklich echt leid, es tut sehr leid. Wenn wir irgendwas machen können, um das wieder gut zu machen. Schau, für diese Blüten kann man nichts mehr machen, aber ich hoffe, wenn ich die Pflanzen mega gut pflege und wirklich immer ihre Vitamine gebe und sie regelmäßig umtopfe, dass ich dann halt den Rest vom Stock retten kann. Und ich meine, du scheinst ja schon interessiert zu sein. An der Pflanze, an der Biologie. Vielleicht kannst du mir auch mal helfen. Es ist halt schon auch viel Arbeit. Das würde ich gerne machen. Ja. Ja, schau, komm. Mir so leid. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir die Pflanze können am Leben erhalten können. Ja. Das können wir auch noch beten für die Pflanze. Ja. Genau. Ja, gehen wir mal wieder hin hocken. Ich brauche, glaube ich, ein Glas Wasser da. Oh. Trotz allem war es wirklich schön, dass ihr da seid. Ja, es waren eigentlich schon schöne Ferien. Es waren wunderbare Ferien, ja. Genau. Stossen wir noch an. Auf Sugentoblos. Auf Biggi. Auf Juliet. Ja. Ja, genau. Und auf unsere wunderschönen Ferien zu Tengen. Genau. Aber nächstes Mal gehen wir dann in die Karibik, gell, Papi? Ist doch auch schön. Ja. Machen wir doch mal ein Selfie alle zusammen. Genau. Oh ja, gute Idee, Danon. Ja, ausfahren.